mein Name ist Dr. Christian Miegnert und ich bin etwa seit 25 Jahren hier in dieser Petri-Apotheke in Höxter. Ich komme aus dieser Gegend, fühle mich hier sehr wohl im Weserbergland. Es ist ein hoher Grad hier an Stammkundschaft, also über lange Jahre bekannt, über lange Jahre miteinander vertraut. Das ist ein wesentlicher Punkt, dass ich da so einen Gesprächsfaden aufbaue, also eine Vertrauensbasis aufbaue, was unbedingt nützlich und förderlich für die Beratung ist. Mit Aufkommen der Corona-Pandemie sind wir großen Herausforderungen ausgesetzt gewesen. Wir mussten also erstmal für die Mitarbeiter Schutzmaßnahmen treffen. Da mussten wir natürlich auch für die Kunden Schutzmaßnahmen treffen. Das heißt, es sind solche Plexiglaswände erstellt worden, es ist ein Hygienekonzept erstellt worden, es ist Maskenpflicht, es war eine Wegeführung für die Kunden. Alles Dinge, die also dem Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Kundschaft dienlich waren. Es waren viele Fragen zu klären, solche Dinge wie Inzidenz, R-Wert, Inkubationszeit. Alles Dinge, die mit dieser Virusausbreitung zusammenhingen, das war alles erklärungsbedürftig. Ich bin 73 Jahre und da muss man sehen, dass man die Gesundheit weitgehend erhalten kann. Und das geht nur mit einer Vertrauensperson und das ist für mich die Apotheke. Die Landflucht ist ja hier leider sehr groß. Ne? Die Ärzte werden immer weniger, ne? Die Menschen werden immer älter. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Apotheken hier, ne? Damit die Menschen weiter versorgt werden können. Jetzt kann man natürlich auch die Corona-Tests hier machen lassen, das ist sehr praktisch. Die Personen, die da in dem Zelt dann sind und testen, die bemühen sich das auch möglichst sanft zu machen, erklären auch, wenn man Fragen dazu hat. Ich glaube, es ist richtig gewesen, also die Möglichkeit eigentlich von Teststellen, dass man das auf die Apotheken übertragen hat. Aus einem einfachen Grunde, weil wir ein dezentrales Netz haben in der Fläche, weil die Personengruppen, für die das gedacht ist, auch an ihre Apotheke gebunden sind, nicht auf einer Vertrauensbasis und deshalb die Akzeptanz der Annahme von diesen Leistungen im Grunde von selbst gekommen ist. Ich glaube, dass der Stellenwert der Apotheke durch die Corona-Pandemie höher geworden ist. Die Aktivitäten, die wahrgenommen wurden, ob das die Maskenverteilung, Herstellung von Desinfektionsmitteln, ob das die Einrichtung von Teststellen, das Ausstellen von digitalen Impfpässen oder auch die Versorgung mit Impfstoffen betrifft, das sind alles Dinge, die im Verbund mit der Corona-Pandemie stehen. Und in all diesen Bereichen hat die Apotheke gezeigt, dass sie in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit umfassend die Versorgung sicherzustellen.